Außerhalb von der Tätigkeit nur ein paar Stichworte. Stille Reserven, Kapitalgewinn, Liquidationsgewinn, Aufwertungsgewinn. Also das sind Sachen, die Spezialthemen sind, wo man muss sich überlegen und entsprechende Vorkehrungen treffen. Auch da, ich kann jetzt nicht mit Ihnen alles durchgehen, aber die stille Reserve, sage ich als Steuerrechtler, ist natürlich Salz in der Suppe. Oder? Also wir als Steuerrechtler, die immer überlegen, sind stille Reserven vorhanden? Was passiert mit denen? Und das Hauptziel von dem ist ja, die Realisierung, also die Besteuerung, möglichst zu vermeiden. Das ist die Überlegung. Und jetzt wiederum gehen wir zurück in die Planung. Das ist wirklich wichtig, systematisch, prozesshaft. Sie müssen über die stillen Reserven, die steuerlichen, betonen, die steuerlichen, stillen Reserven in der Unternehmung informiert sein. Dienen Sie die festhalten? Dienen Sie immer die Frage stellen, sind sie noch gleich oder was ist passiert? Warum? Bei jedem Vorgang kann das plötzlich zu Veränderungen führen und das müssen Sie frühzeitig erkennen, weil in der, ganz einfach gesagt, stille Reserven sind immer steuerlich heisse Kartoffeln, die muss man im Griff behalten. Oder? Bei der echten Realisierung ist es klar, oder? Ich verkaufe etwas, machen eben Buchwertprinzip, einen Gewinn, weil der Erlös höher ist als der Buchwert. Aber da die Überlegung, Ersatzbeschaffung. Ja, kann ich unter Umständen die stille Reserve auf ein neues Objekt weiter übertragen? Was muss erfüllt sein? Das ist auch im Fluss. Was muss das neue Vermögensobjekt erfüllen, damit ich die Reserve vom Alten kann übertragen kann. Das ist der Spielraum 1, recht gross. Also eine Diskussion lohnt sich dort immer. Es kann sogar so weit gehen, sagen, ja, wenn es weiterhin an der Unternehmung dient, dann sollte man es eigentlich übertragen. Wo es die aufhört und sagt, also ich verkaufe jetzt alles und dann gehe ich an die Börse. Das ist keine Ersatzbeschaffung. Das geht also nicht. Oder? Bauchmäßige Realisierung. Das ist natürlich auch unter Umständen wichtig zu wissen, wo haben wir stille Reserven. Ja, wir kommen mit der Nachdruf zurück, die Verlustverrechnung, die 7 Jahre sind langsam am Ausfließen. Ja, habe ich noch irgendwo Chancen, etwas zu korrigieren, um da nicht Verluste einzufahren? Oder? Weil einfach für Sie Verluste sind Asset, oder? Aus steuerlicher Sicht. Das ist Vermögen. Tönt zwar ein bisschen blöd für einen Unternehmer, aber das ist wirklich so. Muss man beachten, oder? Steuersystematische Realisierung, für mich eigentlich wirklich der gefährlichste Teil, den viele völlig nicht erkennen. Das heisst, es passiert aus Sicht des Unternehmers überhaupt nichts. Das heisst, ich bin morgen aufgestanden, am Abend ins Bett gegangen und habe nichts geändert. Und jetzt hat mir die Steuerbehörde eine Rechnung geschickt. Das ist ungerecht, oder? Zum Beispiel typisch eben, wenn eine Umnutzung passiert von einer Liegenschaft, oder? Sagt, ja, aber ich mache doch, ja, ich habe jetzt mein Malergeschäft halt einfach an einem anderen Ort hier organisiert, ja, gleich Überführung ins Privatvermögen. Oder ein, was man in dieser KMU-Ebene oft mal unterschätzt, oder? Das hat sich in den letzten Jahren ergeben, hat man ja Produktionsstätten in der Tschechei und irgendwo begründet und hat Maschinen von der Schweiz irgendwo hin transportiert. Ist eine Wegzugsbesteuerung. Das heisst, die Maschinen werden aus dem Steuerkreis Schweiz entfernt, stille Reserven abgerechnet. Oder? Also auch etwas Heikles oder steuersystematische Realisierung. 62.4 ist etwas ganz, ganz Besonderes in unserem Steuerrecht. Wenn ich einmal auf Beteiligungen wegen Wertzerfall eine Abschreibung gemacht habe und im Laufe der Zeit tut sich die Beteiligung an Wert wieder steigern, kann die Steuerbehörde, und das durchbricht sein Paritätsprinzip, von sich aus, können Sie das nachlesen, von sich aus den Wert wieder aufrechnen. Das ist ganz etwas Spezielles. Und wir Steuerrechtler haben jahrelang gesagt, das kommt nicht zur Anwendung, ist doch völlig gleich. Ich in letzter Zeit erlebt, innerschweizer Kantone plötzlich gesagt, wir haben es geprüft, Wert gesteigert, wird aufgerechnet. Also auch eine typisch steuersystematische Realisierung, wo man plötzlich überrascht wird, muss man im Griff behalten. Also dient die stille Reserve wirklich erfassen. Auch da wieder Beginn und Ende von der
Steuerpflicht. Ja, das ist eine spannende Geschichte, oder? Ja, wann fängt das überhaupt an? Wann muss ich anfangen, Steuern zahlen? Wann bin ich von der Liebhaberei in die selbstständige Tätigkeit? Wann wird das Unternehmen begründet? Bei der Kapitalgesellschaft wissen wir das. Eintrag ins Handelsregister, das ist relativ klar. Bei der natürlichen Person weniger. Aber nur schon dort eine alte Überlegung, ja, soll ich einmal ein überlängs Steuerjahr, Jahresabschluss machen? Lässt sich unter Umständen führen, weil ich vielleicht eine Investition machen will, ich habe höhere Abschriften. Also verschiedenste Überlegungen, aber man kann es, oder? Man kann es mindestens eines Land, dass die Steuerbehörden zu, dass ich diese Jahresabschlussdaten ein bisschen verschieben kann. Verlustverrechnung, habe ich gesagt, oder? Man muss sich bewusst sein, die 7 Jahre, das ist international eine kurze Zeit. Oder? In Tendenz hat man unlimitierte Verlustverrechnungsberechnung. Man hat sogar proaktiv, also da ist der internationale Steuerwettbewerb äußerst kreativ und die Schweiz ist dort ein bisschen im Nachteil. Darum muss man sich das bewusst sein und frühzeitig überlegen, dass man da nicht verliert. Das tut weh, oder? Und wie ich Ihnen gesagt habe, Verlust ist ein Asset, oder? Das haben Sie vielleicht mal gehört nach dem Steuerbeschluss Trump, oder? Hat UBS, zack, Haufen Gewinn gemacht. Warum? Weil sie müssen Rückstellungen auflösen aus der Verlustverrechnungsperiode voran. Also Verlust ist ein wichtiger Teil. Steuerprobleme, Investitionen. Ich möchte auch da kurz der Hinweis wiederum. Sie sehen, das kommt immer wieder. Oder die Themen kommen ja immer wieder, haben eine Wechselwirkung. Ja, wo tue ich etwas investieren? Und da komme ich wieder den Bogen zurück auf die strategische Steuerplanung. Sie müssen sich überlegen, ja, wie tue ich die Strategie fahren? Oder ich finde das auch immer gefährlich, wenn ihr ein Kunde kommt und sagt, du, ich kaufe morgen eine Liegenschaft, kaufen, wo soll ich sie jetzt, wer soll die kaufen? Oder? Soll das Tag oder soll ich es privat? Und, also, da muss man sich Gedanken machen und frühzeitig eine Strategie haben und nicht hands-on einfach irgendetwas sagen, hat steuerliche Wirkungen. Diese Investition habe ich eigentlich schon ein bisschen gesagt. Die berühmte stille Reserve, Ersatzbeschaffung, all das rund um diese Elemente. Finanzierung. Ja, wie tue ich etwas finanzieren? Das ist natürlich hochspannend. Lassen Sie mich noch rasch bei der Investition etwas sagen. Auf den Jahresabschluss ist es oftmals vielleicht ein Gedanke wert, wenn man sieht, ja, es läuft gut, soll man eine Investition jetzt noch im November oder im Dezember machen, oder? Weil da habe ich den Abschreiber, weil, haben wir auch gehört, da ist eine Flexibilität drin. Also plötzlich kann ich vielleicht sogar eine Art Jahresabschreiber auf meine Investition November, Dezember machen, oder? Also ein Steuerplaner ist natürlich interessant, oder? Und man kann es dann nicht, auch wieder Periodizität und Vollständigkeit, der Januarbestellung dann noch im Dezember verbuchen. Das geht nicht. Da frühzeitig überlegen. Finanzierung, ja, ist klar, Fremdkapital, Eigenkapital, muss man sich gut überlegen, durchrechnen, was ist besser, aber verdeckte Eigenkapitalslimit einfach sich bewusst sein, weil oftmals ist es logisch, oder? Ja, Fremdkapital ist eigentlich vernünftiger, weil da habe ich noch Zinsaufwand, es ist für mich ein gewisser Vorteil. Eigenkapital, Fremdkapital, wie teile ich das auf? Haben wir gesehen, vor allem dort verdecktes Eigenkapital, das eine Rolle spielt. Nur noch ein Hinweis, eine Besonderheit, die Beteiligungen haben, der Beteiligungsabzug. Einfach für Sie, das weiss ich oft, jemand, der nicht immer damit zu tun hat, empfindet Beteiligungsabzug mühsam, kompliziert. Und ich sehe oftmals, dass die Treuhänder das an den Steuerbehörden überlassen. Die sollen das berechnen. Oder? Und das wird schon richtig sein. Einfach für Sie, erstens ist es eine indirekte Berechnung. Es ist kompliziert. Leider hat die Steuerreform 17 das nicht mehr vertreibt, dass man das vereinfacht. Das hat man dann wieder rausgenommen. Hat rein steuerrechtlich schön gefunden, aber es ist also gleich wie in der alten Zeit. Und schauen Sie, man tut
den Finanzierungsaufwand schuldzuweisen, wo auf Beteiligung ist, abziehen. Aber ja, was gehört zur Beteiligung? Wie viel ist das? Da kann man sehr diskutieren. Und sind Sie sich bewusst, die Steuerbehörde macht das relativ auf die sichere Seite, oder? Also kann das sein, dass ich nicht so viel abziehen kann und der Verwaltungsaufwand die 5%. Ja, ob das genügend ist, oder? Und sind Sie sich bewusst, ich weiss nicht, die das gemacht haben, ja, es trifft mir dann etwas an, ob ich vielleicht mehr als die 5% abziehen kann. Typisch eine reine Beteiligungsgesellschaft fast, oder? Wo alles geltend machen kann. Oder ob nur 50% tut, in dieser Steuererleichterung einiges ausmachen. Also nur als Hinweis, es lohnt sich, das gut anzuschauen und manchmal zu hinterfragen, ob die Idee der Steuerbehörde im Interesse des Kunden ist. Sanierung, für Sie noch ein Hinweis. Sanierung ist ja ein Thema im Zusammenhang mit Verlustverrechnung auch. Und auch da lohnt es sich gut zu überlegen, wie man das macht, warum. Es gibt auch zwei Grundprinzipien in diesem Bereich. Sanierungen, die aus der Anteilsebene rauskommen, sind steuerneutral. Das heisst, sie haben keinen Einfluss auf die Verlustverrechnung, die angehäuft worden sind. Oder? Sanierungen, die von Dritten kommen, Forderungsverzicht etc., sind steuerwirksam. Das heisst, Verluste werden verrechnet. Ich kann Ihnen nicht sagen, was besser ist. Aber man muss auch wieder sehr gut überlegen, was passiert in Zukunft, oder? Ja, ist die Sanierung danach ein Garant, dass ich Gewinn mache? Dass ich wirklich die Verluste kann nutzen mit ordentlichem Gewinn? Oder ist ein Hopfen und Malz verloren, oder? Also, und je nachdem soll man sich das eben überlegen und nicht irgendeine Idee haben. Also, Sie sehen auch da wieder, erstens wissen, um was es geht, das Steuergesetz gut kennen, das Werkzeug wirklich im Griff haben und entsprechend auch den Entscheid können begründen. Es kann immer anders rauskommen. Wir wissen nicht, wie die Zukunft ist. Aber zurück zur Vollständigkeit zu erklären. Sie haben es dann gesagt. Ich tue es noch einmal betonen. Das habe ich jetzt so lange bin ich dabei und immer wieder gehört. Am Ende, wenn es dann nicht so rauskommt, wie Sie gemeint haben und der Entscheid getroffen wurde, leider sind immer in der Tendenz wir ein bisschen die Schuld. Oder? Also, da müssen wir uns ein bisschen schützen. Du hast das jetzt nicht im Detail gesehen, oder? Wenn ist es steuerbar, wenn ist es nicht steuerpflichtig.